Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Jurassic World Evolution. Momentan bin ich am Überlegen, ob ich dieses Gehege ein bisschen verkleinere, weil die Viecher hier ohnehin jetzt offensichtlich nicht so mega viel Platz wollen. Das heißt, ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie ein bisschen kleiner basteln kann. Mal schauen, ob sie sich beschweren. Oh, hier haben irgendwelche armen Saurier sehr viel Hunger. Unsere Raubsaurier sind sonst schlecht drauf. Wollen wir ja nicht, dass sie sich Unterwegs zur gegenseitig anfangen zu Futterstation. fressen. Wobei ich glaube, ich setze hier auch mal eine Nebenfutterecke rein. Dann freuen sie sich nämlich, dann können sie nämlich mit etwas jagen gehen. Guckt mal hier, Jungs. Da fährt eine lecker Ziege hoch. Lecker, lecker Ziege. Na, hast du die Ziege schon gesehen? Ja, die haut ab. Ich würde anstelle der Ziege auch abhauen. Aber sowas von. Aber ich glaube, unsere freundlichen Raubsaurier haben die Ziege schon gesehen. Und, na, rein damit. Auf geht's. Doch nicht? Ach komm, jetzt sei mal nicht so langweilig. Schade. Ich dachte, der würde die jetzt im Laufen fressen oder so. Mal kurz haps, weg damit. Oh, den Chunkinkosaurus haben wir jetzt fast fertig. Sehr schön. So gehört sich das. Mit dem Centaurosaurus kommen wir auch ganz gut voran. Okay, warte mal, das war jetzt hier. Da wird jetzt ein bisschen weiter geforscht und wir holen jetzt hier etwas mehr Velociraptor. Mal gucken, wie gut wir uns jetzt hier noch machen. So, wie gefällt euch das kleinere Gehege? Geborgenheit ist noch prima, Grasland auch. So, und ihr? Passt. Und der Chunkingosaurus ist fertig. Super. Jetzt haben wir hier ein kleineres Gehege, was natürlich bedeutet, dass ich hier wieder Platz für irgendwas anderes habe. Das ist auch sehr gut. So, sind hier noch irgendwo Zäune? Ja, hier. Ansonsten kein Zaun mehr. Prima. Reicht auch so. Ich glaube mal, unsere freundlichen Fleischfresser, sage ich schon, Pflanzenfresser, die werden sich darüber freuen. Und jetzt zum allerersten Mal der Zintaurosaurus. Gucken wir doch mal. Na, hallo? Das ist auch ein großer. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben Sie bewiesen. Danke. Okay. Hallo. Oh, der gefällt mir. Ein Centaurosaurus. Ein Pflanzenfresser aus China. Okay, wie viel braucht denn der? 4 bis 15. Alter, okay. Na, da haben wir ein bisschen was zu tun. Okay, dann mal raus damit. Okay, die haben wir schon gesehen. Ei, da haben wir ein bisschen was zu tun jetzt. Okay. Hey, Siuri. Los geht's. Und du Einverstanden. bitte auch. Lege weitere Aufgabe fest. Ich sehe schon, da habe ich ein bisschen was zu tun, bis die dann alle da sind. So, der nächste. Zopp, raus damit. Okay, dich haben wir. Oh, den kriege ich ja auch noch voll hier. Sieht ja gut aus. Velociraptor. Ich klicke immer auf das falsche Teil hier. So, Velociraptor hier. Dann arbeite ich mal so ein bisschen mehr an den großen, dicken Brachiosaurus. Ah, okay, warte mal. Wir brauchen die Transportteams. Plöpp, du darfst hier hin. Hole Produkt ab. Und da fällt er um? Nee, noch nicht.
Na komm, Junge. Ihr kriegt ja schon Platz. Aber sieht mit diesem Knubbel auf dem Kopf, das sieht einfach witzig aus. Na komm. Nicht mit der Bahn crashen. Ach, okay, da haben wir ihn. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Und dann muss ich auf jeden Fall nochmal einen Huayangosaurus basteln. Denn die fühlen sich ja in Unterzahl nicht wohl. Und das sind hier ja 4. Da geht noch was. Da geht noch was. So, kann ich mir noch einen weiteren Brutplatz? Nee, doch hier. So, dann brauchen wir noch einen Huayangosaurus. Wo bist du denn? Da. Meine Lieblingssaurier. Ich mag sie immer noch am liebsten. Und ich sehe einen Saurier fliegen. Ach, wie schön. Okay, das kriegen wir hin hier. Produkt wurde eingesammelt. In Panik? Ja, warum bist du in Panik? Warum bist du in Panik, Junge? Muss doch gar nicht panisch sein. Ach, ich glaube, hier sind zu viele Aktivitäten ringsrum. Vielleicht mögen sie das nicht. Produkttransport beendet. Okay. Dirk, hallo. Ja, sozial daran arbeiten wir noch. Aber die sind hübsch. Die finde ich auch wirklich hübsch. So, gucken wir mal, wie viel Futter hier drin ist. Nicht so sehr viel, okay. So, hier kommt gleich der Kumpel noch. Jetzt muss nur noch das mit den Brüten schnell fertig werden. Bevor es hier irgendwelche Befindlichkeiten gibt. Und die Damen und Herren Saurier irgendwie schlecht drauf sind oder so. Das wollen wir ja nicht. Aber dass da gleich 4 von sein müssen, meine Güte. So. Können wir ja gleich mal wieder die ACU rufen. Hier, kommt Jungs. Einmal schießen, bitte. Bestätige Aufgabe. Oh, der Huayangosaurus ging jetzt aber schnell. Das war ja mal so ein richtig mega Turbosaurier hier. So. Aus mit dir. Darf die ACU gleich nochmal hier ran? Wenn ihr schon mal da seid, Jungs. Bestätigt. Aber ihr müsst hier erstmal kriegen, ne? Ich glaube, ich habe dem ACU-Team die Sache hier so ein bisschen schwieriger gemacht, dadurch, dass ich hier die Dings hingebaut habe. Na kommt, Jungs. So scheiße könnt ihr doch nicht schießen, Mensch. Oh, der ist jetzt gerade auch nicht so gut drauf. Na komm. Ah, okay, der erste Transport bereit. Dann mal ab dafür hier rein. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Komm, Nummer 2 kriegst du auch noch. Eieiei, so viel Helikopterfliegerei hier. Mensch, die schwirren hier rum, als gäbe es was umsonst. Okay, dann haben wir hier den nächsten. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Fehlt nur noch der hier. Voll der Heli-Aufbau hier, meine Güte. Helikopter im Dutzend billiger. Transport Wahnsinn. Ah, der letzte ist auch platt. Sehr schön.
den hätten wir gerne auch hier drüben im Gehege. Den setzen wir mal hier lang. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Sehr gut. Produkt wird transportiert. Krankheit eingedämmt. Okay, muss mal gucken. Wo ist denn hier eine Krankheit? Oh, schon wieder sowas Lästiges. Okay. Dann wollen wir doch mal hier so ein bisschen auf unschuldige Saurier schießen. Das sieht jetzt hier aus. Voll die Party. Saurier-Freilassungsparty. Wir hätten da was Interessantes. What für the Sie. Fuck? Und was Profitables. Okay. 10 neue Saurier. Mensch, da habt ihr jetzt aber... Das kommt jetzt ein bisschen spät. Aber gut, wir müssen ja diesen lustigen Park noch voll kriegen. Insofern. So, alle sind sozial. Okay. Passt. Na, wie schaut's hier aus? Kommt gleich noch der nächste? Ja. Das läuft doch hier. Okay. Dann kann ich mir ja jetzt hier mal Gedanken darum machen. Okay, Kolibakterien sind auch platt. Sehr schön. Ich habe jetzt 12 Millionen. Alter, was mache ich denn mit dem ganzen Geld? Wir bauen erstmal hier ein bisschen was. Also hier sollte auf jeden Fall noch ein Hotel hin. Damit endlich dieses Rumgenerve von wegen, ist es nicht genug Kapazität, aufhört. Das finde ich nämlich so ein bisschen lästig. Bestätige Produktzustellung. So, dann brauchen wir hier noch ein Umspannwerk, am besten ein großes. Okay, hätten wir das auch. Dann gibt es hier auch gleich ein bisschen Strom. Genauer gesagt, jetzt gibt es Strom, jetzt kann hier auch ein Hotel hin. So, dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier noch irgendwie eine Station hinkriege. Ja, kriegen wir aber hin. Ich bin da zuversichtlich. Naja, etwas zuversichtlicher als meistens. Oh Mann. Eieiei, ist das ein Furz hier wieder. Ich könnte das natürlich so machen. Wobei, passt das dann hier überhaupt noch? Ja, vielleicht geht das hier gerade so dran vorbei irgendwie. Wäre natürlich schön. So. Dann müssen wir hier nämlich mal auf Entfernen drücken. Und die Wege hier abreißen. Nee, das geht so nicht. Oh Mann, das ist doch ein Furz. Furz! Mann, wer hat sich denn dieses dumme System ausgedacht? Ist voll das Nadelöhr hier. So, okay. Mal gucken, ob ich das hier durchkriege. Ja, ich weiß, dass die Strecke unvollständig ist. Ach, Leute. Ach, Mann, jetzt machen wir doch nicht fertig hier. Ach Gott, ist das ein Furz. So, warte mal. Kurve zu... Alter!
Leck mich doch fett. Was ist das hier für ein Scheiß? Ah, wer denkt sich das denn aus? Alter. Oh, okay. Okay, okay. Warte mal. Das funktioniert so nicht. Dem nicht funktioniert. So. Ja, ich weiß. Ich baue das jetzt ein Stückchen weiter nach hinten. Alter, ist das ein Kack. Ah, Mann. Da versucht man hier ein Transport-Eldorado zu bauen. Und was passiert? Dieses Spiel sabotiert einen, wo es nur kann. So. Kurve zu... Ah! Okay. Alter, das ist doch jetzt nicht die Möglichkeit. Komm jetzt. Das muss doch einen Weg geben, wie man diese Scheiße richtig bauen kann. So, okay. Boah. Mach mich nicht fertig, echt jetzt. So. Das führe ich jetzt hier immer schön entlang, dass das nämlich hier rund fährt. So. Boah. Heidewitzka, was ein Furz. Ja, da wird man echt blöd hier. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier brauchen wir noch einen Ausgang. Mhm. Okay. Tief einatmen. Bloß nicht aufregen. Das ist nicht gut für das Herz. Lassen Sie Dinosaurier frei. Ja, ich lasse sehr viele Saurier frei. Gucken wir mal, wie sich unsere Pflanzenfresser hier so machen. Ja, gefällt Ihnen hier? Chunkigosaurus ist glücklich. Wie geht's den Centaursauriern? Jo, alles perfekt. Super. Okay. Was will man mehr? Hier haben wir drei verschiedene Arten in einem Haufen. Und sie sind offensichtlich ganz zufrieden miteinander. Mein kleines Chinesen-Eckchen hier. Finde ich witzig. Noch so ein, zwei Pflänzchen mehr sind vielleicht auch nicht verkehrt. So. Super. Die haben wir ja schon mal glücklich gemacht. Was mich nicht ganz so glücklich macht, ist so diese Strecke hier, aber ey, was soll's. Oh Mann, ey, Mann, was. Was ein Scheiß. Echt jetzt. So, wir haben hier aber Platz für neues Gehege. Das heißt, vielleicht kriegen wir hier sogar zwei hin. Aber das ist doch recht groß, das Tier. Schauen wir mal. Wäre natürlich jetzt nicht verkehrt, wenn wir hier zwei Gehege hinkriegen würden. Mal schauen. Da würde sogar noch was passen. Ist das jetzt ungefähr so groß wie die anderen? Ja. Ja. Das ist hier so eine super Ecke für neue Pflanzen. Ich glaube, ich werde hier mal Fleischfresser reintun. Wir haben jetzt schon relativ lange keine neuen gebaut. So, dann brauchen wir hier erstmal ein Tor. Und natürlich eine Besuchergalerie und Wege. Oh. Wo ist das denn hier schon wieder? Wo fehlt denn hier? Oh, klar. Logisch. Unsere fleißigen Pflanzenfresser haben natürlich Hunger. So, mal gucken. Jungs, fahrt doch hier mal vorbei und bringt ihnen was zu futtern. Nachschubanfrage erhalten. Ja, ja, bevor die hier verhungern. Geht ja nicht. Bin ihnen ja... Sollte vielleicht sowieso noch eine zweite Station hier hinsetzen. Das sind so viele. Hungrige Saurier gehen gar nicht. So... Okay. Dann müssen wir hier noch eine Galerie hinsetzen. Jupp.
passt. So, die Bäume hier machen wir mal weg. Die dürfen gerne so hier im hinteren Bereich sein. Wo sich dann die Saurier meinetwegen verlustieren dürfen. Aber, ne? So. Passt. Okay, dann brauchen wir hier noch ein Umspannwerk. Idealerweise irgendwie ein kleines. Ich glaube mal, das reicht hier oben auch. Ja. Boah, was wieder für ein Kackwetter, ey. Das ist so... Das Wetter ist auf diesen Inseln echt nicht sehr sympathisch. Weg nicht verbunden. Ja, ist okay. Kommt noch. Weg kommt. Hier so plöpp. Genau. So, dann hauen wir hier nochmal ein Futtereck rein. Ich glaube mal diesen Baum hier direkt vor den Aussichtsteil muss ich auch noch wegmachen. Der kommt irgendwie nicht so gut. So, aber hier hinten kommen mal so ein, zwei Bäume. Mehr Grasland. Yay. So, schauen wir doch mal, was hier noch fehlt. Wo sind denn jetzt unsere Ranger? Wo fehlt denn hier Essen? Warum sind die Ranger noch nicht da? Warum braucht ihr so lange Jungs? Kommt ihr nicht voran oder was? Werft ihr das da rein oder was? Okay. Die stehen da hinten und füllen diese Futterstation auf. Ich bin begeistert. Wie auch immer sie das tun. Aber sie schaffen es offensichtlich. Ich, ja. Mhm. Ihr seid klasse. Zeit für ein paar Fleischfresser. Was haben wir denn hier Schönes? Ceratosaurier haben wir schon. Den Tyrannosaurus möchte ich eigentlich gerne nach unten irgendwo setzen. Von dem haben wir noch nicht so viele. Wir nehmen hier mal welche von. Die sehen witzig aus. So richtig schön bunt. Ich glaube, Savannenmuster kommt ganz gut. Dann hauen wir hier mal das Maximum rein. Was hast du hier? Besonders effizientes Blut. Okay, das geht jetzt auf 51 runter. Schauen wir doch mal. Schauen wir mal, ob wir damit überhaupt was Lebensfähiges hinkriegen. Aber wir haben genügend Geld, insofern ist das nicht so schmerzhaft. Ich denke mal, zwei davon kriegen wir auf jeden Fall hin. Sag mal, ihr Ranger? Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Ja, ja. Sie haben es schon geahnt. Okay. Also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Ich glaube, ich fahre da jetzt mal selber hin. Steht die Saurier jetzt so arg im Weg? Räum's! Okay. Auffüllen abgeschlossen. Na, ihr habt euch jetzt hier aber super gegenseitig irgendwie in den Weg gestellt, Leute. So, auf geht's. Na, was hast du jetzt hier gerade? In Panik? Warum bist du in Panik? Hast du einen Jeep gesehen oder was? Der Jeep bringt aber Essen. Das ist ein netter Jeep. Ah, immer diese Saurier. So, unter diesem ganzen Chaos habe ich gar nicht gemerkt, dass meine Folge viel länger geworden ist als geplant. Aber das macht nichts, ihr Lieben. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, habt eine schöne Zeit und vor allem viel Spaß bei dem Spiel, wenn ihr es selbst spielt. In der nächsten Folge haben wir dann endlich Fleischfresser im Gehege. Jawohl.